Ich muss zu den Königen. Bist du bereit, unser Land zurückzufordern? Natürlich. Doch eigentlich bin ich hier, um den Kultistenkönig zu stürzen. Du machst deine Mutter stolz, Cassandra. Aber hast du auch genug Beweise, um ihn anzuklagen? Sicher. Ich hole die Ephoren und treffe dich im Thronsaal. Wir sehen uns im Thronsaal. Worauf warten wir? Verzeiht, dass ihr warten musstet. Du hast die Ephoren gerufen? Hast du derart Erfolge vorzuweisen, um so viele Zuschauer anzuziehen? Die Athener wurden aus Böotien vertrieben. Das Land gehört euch. Ha! Gute Neuigkeit! Du warst wohl beschäftigt damit, Länder zu erobern, anstatt unseren Meister zu den Spielen zu begleiten? Ich brachte ihn nach Elis, doch es gab einen Unfall auf See. Also nahm ich selbst teil und errang einen Siegerkranz für Sparta. Bei Nike! Sehr gut, Meisterin! Wenn du nichts als gute Nachrichten bringst, wozu brauchst du dann die Ephoren? Es war von schweren Anschuldigungen die Rede. Schwere Anschuldigungen? Gegen wen? Ihr tut, als wüsstet ihr von nichts. Gegen euch, Pausanias. Sparta muss Pausanias loswerden, bevor es zu spät ist. Er ist Mitglied des Kults des Kosmos und ein Verräter an Sparta. Ein Kosmos-Kult? Was faselst du für einen Unfug? Soll das etwa ein Witz sein? Ich habe die Beweise. Hier. Der Beweis ist hier. Er ist zweifellos schuldig. Das beweist nichts. Die Ephoren sollten nur aus triftigem Grund gerufen werden. Dieser Mangel an Beweisen vergeudet nur unsere Zeit und ist respektlos gegenüber Spartas Thron. An dem Ankläger sollte zur Warnung anderer ein Exempel statuiert werden. Ich habe sie erzogen. Bestraft mich, ihre Mutter, nicht sie. Wir gaben dir jede Chance, dich zu beweisen. Gewährten dir eine königliche Audienz. Und so dankst du es uns also? Was sagt ihr, Archidamos? Cassandra und Myrine der Argiaden, eure Namen sind verflucht. Möge die Kryptia euch jagen und die Heloten das Fleisch von euren Knochen kratzen. Einverstanden. Ein sehr weiser Spruch. Schade, dass sich diesmal weder Maske noch Umhang retten können. Ihr wart dort. In Delphi. Martha, Pausanias hat sich verraten, bevor ich dort rausgezerrt wurde. Also ist er der Kultistenkönig. Du solltest dich so schnell wie möglich um ihn kümmern. Das werde ich. Wenn du ihn erledigt hast, triff mich zu Hause. Mit Vergnügen. Ares hat mich erwählt, um Sparta zu Ruhm zu führen. Es kann nur einen geben. Pausanias gehört dem Kult des Kosmos an. Ich muss ihn selber richten. Die Welt ist ohne dich besser dran. Cassandra, du wurdest zur Geächteten erklärt. Ich hätte gründlicher sein sollen, bevor ich Pausanias anklagte. Er ist ein Verräter an Sparta und seinen Ländereien. Und diesmal bist du dir sicher? Wo ist er, damit er sich verteidigen kann? Ich sah ihn sterben. Du hast ihn ermordet? Ja. Ich fand Beweise, dass er ein Mitglied des Kults des Kosmos war. Unbestreitbare Beweise. Dieser Brief wurde von Pausanias persönlich geschrieben und unterzeichnet. Er beschreibt den Fortschritt ihrer Pläne in Sparta. Was ist dieser Kult des Kosmos?
Du hast ihn wieder und wieder erwähnt, so als müsste ich ihn kennen. Eine geheime Gruppe mit einem Ziel, die Macht zu ergreifen. Sie nutzen diesen Krieg zur Stärkung ihrer Position. Es fällt mir schwer zu glauben, dass Pausanias Sparta die ganze Zeit nur benutzt hat. Wir haben so lange gemeinsam regiert. Ich spreche mit den Ephoren, um deine Aussage zu bestätigen. Doch wenn sie stimmt, hast du es verdient, dich wieder Bürgerin Spartas zu nennen. Und natürlich das Haus deiner Familie zurückzubekommen. Habt Dank. Eine Sache noch. Ja? Solltest du Sparta selbst regieren wollen, dann fordere mich wenigstens zu einem Zweikampf. Ich bin keine Herrscherin, mein König. Er ist fort. Was denn? Hier lag ein kleiner Kaninchenschädel von deiner ersten Jagd. Wer sollte den stehlen? Es gibt nur eine Person, die ihn genommen haben könnte. Nikolaos. Dieses Haus stand sehr lange leer. Viele Räuber könnten hier gewesen sein. Sie hätten doch keinen Grund, einen Schädel zu stehlen. Vielleicht dachten sie, er wäre wertvoll. Immerhin hast du ihn hier aufgestellt. Vielleicht. Ich hoffe, ich störe nicht. Brasidas, tritt ein. Schön, euch beide wieder zu Hause zu sehen. Es fühlt sich gut an, hier zu sein. Du bist hier und nicht beim Drill? Was ist los? Ich breche so schnell es geht nach Pylos auf. Ich glaube, du solltest auch mitkommen. Ich erwidere gern den Gefallen. Was erwartet uns in Pylos? Ehre. Die Athener treiben in diesem Moment die Spartiaten zurück. Das wäre ein schwerer Verlust für Sparta. Ich kann nicht zulassen, dass es dazu kommt. Das klingt, als hättest du den Glauben an Spartas Krieger verloren. Sie sind so stark wie immer. Doch jetzt haben sie es mit einer Macht zu tun, die ihre Vorstellungen übersteigt. Du sprichst von Deimos? Ja, den Gerüchten zufolge. Eine Naturgewalt im Körper eines Sterblichen, der jeden Soldaten in seinem Weg niederstrecken kann. Wenn Deimos in Pylos ist, müssen wir ihn aufhalten. Ich warte am Schiff, aber beeil dich. Jeder Moment, der verstreicht, bedeutet den Tod eines Spartiaten. Alexios ist in Pylos. Bring ihn zurück, Kassandra. Zurückbringen? Wir haben unser Haus zurück. Wir können eine Familie sein. Es ist nicht zu spät. Es ist unmöglich. Ich würde dir gern was anderes sagen, aber es ist zu spät. Das kann nicht stimmen. Ihr habt beide dasselbe Blut in euren Adern. Wir können nichts tun. Für ihn sind wir nichts weiter als Hindernisse auf seinem Weg. Wir können die Familie nicht so einfach aufgeben. Du hast mich nicht aufgegeben. Wir sind keine Familie mehr, seit ich von diesem Berg geworfen wurde. Ich kann nicht so tun, als würde Deimos Rückkehr das ungeschehen machen. Du gibst deinen eigenen Bruder auf? Und uns? Es ist zu spät, Martha. Ich kann ihn nicht retten. Er hat sich entschieden. Der Kult des Kosmos ließ ihm nie eine Wahl. Wir hielten ihn für tot. Und jetzt willst du ihn wieder töten? Ich sollte gehen. Brasidas wartet nicht lange. Gefühlt, dich niederzustrecken.